Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 7.9.2022. Und unser DAX hat hier, ja, das kleine Kätzchen vom Vortag wieder rausgelassen und scheint ein Leckerli da oben noch zu sehen an seinem Gap-Close an der 13.050. Muss nur wo aufpassen, dass er hier nicht von der Tischkante runterfällt. Amerikaner sehen da deutlich wackeliger aus. Ja, wir stehen ziemlich gut eigentlich sogar noch im Rennen. Also das Bild, da gibt ja immer so viele, ne? Die sagen immer, ja, wenn der eine fällt hier, wenn Dow Jones fällt, dann gehen sie im DAX Short. Also sowas wird hier definitiv heute nicht belohnt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Was er macht, ist hier bestimmt Aufwärtstrendlinie verteidigen, ne? Nachgezogene Aufwärtstrendlinie, wette ich. Liegt er bestimmt dran. Ja, ja, guck mal. Ja, 5 Stunden mitgekämpft, 6 Stunden mitgekämpft. Wir lassen die trotzdem hier erstmal liegen. 800. Nein, wir hatten gesagt, wenn er das gut macht und sich über 800 schiebt, hat eine grüne Tageskerze im Nacken, kann er auch zum Dienstag durchaus oben noch einen Satz oben nachsetzen. Und anders als letzte Woche Dienstag, erinnert euch, da hatten wir auch einen guten Montag, da hatten wir auch einen Dienstag, der oben rausging. Ich glaube, das war das hier, ne? 13, 29, genau. Das war der Montag, ähnlich wie hier. Dann kam der Dienstag oben raus und dann ging es aber hinten raus richtig grau wieder auf neue Tagestiefs. Und das hat er jetzt dieses Mal zum Dienstag nicht gemacht. Also hat er sich wirklich gut gehalten, das muss man ihm sagen. Und hat auch die 800 verteidigt. Und das hat man auch gesagt im Ausblick von gestern für heute. Oder für den Dienstag. Wenn er die 800 nach oben verteidigt, dann hat er gute Chancen, da ein bisschen weiterzukommen. Das hat er auch getan. Jetzt muss er eigentlich nur noch zum Mittwoch wieder aufdrehen und weiter daran arbeiten. Wenn ihm jetzt ein Stundenschluss über 8,80 gelingt, dann ist das Impuls genug, um die nächste Bewegung nach oben freizusetzen. Und das sind dann 9,80 und das sind dann 13,50. Ja, merkt euch das? Stundenschluss über 8,80 kann schon Impuls genug sein. Ja, dass er sich dann da einfach wieder drüber schiebt, an die 9,60, 9,80 rangeht, 13,50, dann hätte der Xetra das Gap zu. Dann hätte hier kleine Kätzchen sein Mäuschen gefangen. Ja, sollte der aber nicht am Mittwoch nach oben treten und nicht oberhalb der 800 bleiben und nicht die 8,80 bei Stundenschluss überwinden, sondern nach unten purzeln und uns auch, ich sag mal, unter 7,30, 7,60 wegkippen, dann muss man deutlich wieder aufpassen, weil wir ja noch immer im Abwärtstrend sind, tiefere Hochs haben, tiefere Tiefs haben und dann wäre das hier auch bloß wieder ein tieferes Hoch im Abwärtstrend, auf das ein neues tieferes Tief folgen würde. Das heißt, gleitet er uns hier unten davon, unter 700, unter 67, unter 37, muss man eigentlich davon ausgehen, dass da noch ein neues tieferes Tief kommt. Und wenn er hier unten an einem neuen Tief steht, unter 600, hat er natürlich schon fast wieder die Falltür offen zur 500, 94, 370 und 270. Ja, also würde ich für mich, für mein persönliches Trading einfach sagen, okay, bleibt er oberhalb 800, versuche ich Intraday Long Position zu traden und drückt er mir unter 7,60, unter 7,30 raus, dann versuche ich mein Glück auf der Short-Seite. Ja, so würde ich rangehen. Ziele sind klar, sind ja auch unverändert seit Tagen und von daher denke ich, können wir hier schon zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.